Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Wavenger! Und ihr werdet nicht glauben, was mir passiert ist. Es ist jetzt nicht so was Krasses, aber wir drücken einfach mal einen Knopf und sehen hier in den Einstellungen, Leute. Erstens, unten links steht Version 1.0, das heißt, es ist eine neue Version als letztes Mal. Und ja, Leute, es gibt tatsächlich einen Deutsch-Patch. What? Was ist denn hier los? Auch noch andere Sprachen. Ich glaube, 4 Sprachen oder so sind dazugekommen. Ja, Leute, wir haben jetzt einen Deutschmodus. Also ich habe mich voll umsonst in der ersten Folge mit dem Englischen rumgeschlagen. Jetzt ist alles auf Deutsch. Ich bin sehr gespannt, wie die es übersetzt haben, ob das überhaupt gut übersetzt ist. Und damit hat sich dann aber auch geklärt, ob ich jetzt das in Englisch vorlesen soll, etc. Aber ja, die erste Folge ist jetzt halt schon fertig. Und literally eine halbe Stunde, nachdem ich das Video fertig hatte von gestern, die erste Folge, kam dieser Day-One-Patch. So eine Kacke. Pre-Release irgendwas aufnehmen, mache ich nie wieder. So ein Scheiß. Ist aber egal, wir spielen hier einfach weiter. 3 Tage Sparta. Okay, also bisher sieht das auf jeden Fall alles gut aus. Ja, wir waren letztes Mal dieser Klempner geworden. Die haben auch ein paar Bugs noch behoben und so. Dizzy kroch aus dem Abwasserkanal durch seine eigene Haustoilette. Er musste in den nächsten Monaten als Klempner arbeiten, um die Röhre zu reparieren, die er während seiner Expedition zerstört hatte. So ist das viel einfacher. Ich liebe dich, Spiel oder Entwickler, dass ihr das so gemacht habt. Na, au. Ey, das tut doch weh. Okay, ja cool, endlich Deutsch. Oh, ich bin so happy, dass sie einen Deutsch-Patch gemacht haben. Und anscheinend scheint dieser Deutsch-Patch auch sehr gut zu funktionieren. Guck mal, da steht sogar mit Ö und so, Höhlen der Legende hier. Oh, geil, du hast das Schwert der Legende. Yeah, alles ist toll, Leute. Ich mag alles richtig gerne. Haben wir jetzt vielleicht irgendwelche tollen Fähigkeiten, weil wir so ein Klempner sind? Das wäre noch witzig, wenn jeder Charakter, den man so freischaltet mit der Zeit, dann auch eigene Fähigkeiten hätte. So, okay, was machen wir in dieser Folge? Wir werden auf jeden Fall erstmal noch mal hier runtergehen. Ich wollte noch mal gucken, ob man da oben hochgehen kann. Oh Gott, nein, kann man nicht. So, wir hatten auf jeden Fall hier auf der linken Seite noch was. Hier oben ist bestimmt auch noch irgendwas. Bestimmt kriegt man noch einen Walljump oder so, oder nicht? Geh kaputt, du blödes Schild. Keiner mag dich. So, letztes Mal sind wir da oben lang gegangen. In die Röhre rein. Das ist jetzt... Ist jetzt zugemacht worden. Vom Klempner wahrscheinlich. Nur Wartungspersonal sind wir. Können wir jetzt da trotzdem rein? Ich bin Wartungspersonal. Lass mich da rein. Ich bin ein Klempner. Okay, geht anscheinend nicht. Aber schön, ist jetzt da auf jeden Fall zu. Und jetzt können wir hier eventuell den Drachen besiegen. Weil wir uns ganz fies von hinten anschleichen. Hier geht's auch noch weiter. Aber ich probiere einfach mal den Drachen zu töten. Stirb, Drache! Krasse Soundeffekte hier, Leute. Was geht ab? Dizzy hat den Drachen erschlagen und seinen legendären Schatz gefordert. Aber da er den Weg zur Oberfläche nicht finden konnte, ruht er sich jetzt wie alle anderen vor ihm in der Knochengrube aus. Cool, ich bin so ein Monsterjäger, Leute. Finde ich auch gut, das ist ein schönes Ende. Jetzt ist das unser Schatz, mehr brauchen wir auch nicht. 8 Jahre später. Das Vermögen von Onkel Dizzy konnte nie gefunden werden, aber sein legendäres Schwert wurde als Erinnerung an seine Leistung in seinem Haus aufbewahrt. Dizzy Junior, der seinen Onkel folgen will, beginnt eine neue Suche. Ja, guck mal, jetzt wie kleiner Dizzy! Guck mal, wie süß klein wir sind! Juhu! Richtig knuffig! Und unser Schwert ist hier oben. Guck mal, Dizzy Junior ist schneller als der große Dizzy. Jetzt nicht mehr, weil er ein Schwert hat. Aber eben war er noch schneller unterwegs. Guck mal, er ist so klein und knuffig. Oh mein Gott, ist das alles süß. Mit dem Schild können wir sowieso nichts anfangen, Leute. Ach, shit, aber ich brauche auf jeden Fall die Schaufel. So, Schaufel holen. Ich habe noch was rausgefunden über dieses Spiel. Und zwar hieß das halt Long's Adventure, bevor es Wevenger hieß. Die haben es umbenannt, deswegen. Long's Adventure hatte ich tatsächlich auch schon mal gesehen als Spiel, dass es das gibt. Aber ich hatte das nicht in Erinnerung, dass das dieses Spiel hier ist. Finde ich auf jeden Fall witzig. Also Long, wer Long nicht kennt, Long ist halt die retardete Version von Link aus The Legend of Zelda. Jetzt weiß ich auch, was diese ganzen komischen Dinger hier sein sollen. Das sind alles Leute, die hier verreckt sind. Das sollen Leichen darstellen, diese weißen Dinger hier. Die sind alle gestarft hier, alle tot. Das sind alles Leichen. Kann man hier auch irgendwie runter? Nee, ne? Aber hier können wir zum Beispiel noch runter. Das ist so eine Sache. Der Drache ist wieder da, warum auch immer. Macht gar keinen Sinn. Vielleicht hat sich ja Dizzy, den Onkel Dizzy, hat sich vielleicht zu einem Drachen entwickelt. Man weiß es nicht. Aber hier kann man auf jeden Fall runter. Genau, das ist tatsächlich ein Floß. Ja, das hieß halt vorher Long's Adventure. Finde ich ganz witzig, so als Randnotiz. Aber anscheinend haben sich da Leute beschwert und deswegen haben sie es Wevenger genannt, was ich auch tatsächlich besser finde. So, hallo? Was ist das? Schießt er das hoch? What? Guck mal da oben, oben rechts, da ist irgendwas richtig krasses. Sind wir tot? Ja, wir sind im Ackerland. Kommt man nur so hier hin? Oder hätte der Typ das auch fallen gelassen? Man weiß es nicht. Okay, jetzt sind wir hier. Ich wollte eigentlich da unten noch coole Sachen machen. Wenn wir hier reinspringen, dann landen wir bestimmt wieder unten.
Hier sind jetzt die ganzen toten Körper. Oh, können wir hier vielleicht hoch, wenn wir die übereinander knuddeln? Warte. Hier, komm, bleib da oben drauf. Geh jetzt da rauf. Nein. Was? Hallo? Dieser Diener hatte sie Junior wirklich verrückt gemacht. Er stach tagelang darauf ein, bis er zu einem Teich mit purpurrotem Brei wurde. Warum, Dizzy Junior? Woher kommt solch ein unvermesslicher Hass für solch ein entzückendes Wesen? Das ist auch ein Ende. Ich wollte ihn übereinander stapeln, damit ich da oben hingehen kann. Wie bescheuert ist das denn? Aber eine positive Sache. Guck mal, das hat nur 70% der Leute. Dieser kleine Dizzy Junior ist recht süß, finde ich. Ich mag das Spiel immer noch, ich finde das richtig geil. Vor allem, dass es nur 5 Euro kostet. Dizzy Junior kehrte nach Hause zurück, nachdem er seine zufällige Rache an diesem Diener vollbracht hatte. Zeit, wieder ins Abenteuer einzusteigen. Ja, yeah, gut gemacht, Dizzy Junior. Hat keinen interessiert, dass wir die getötet haben. Easy. So, wollen wir jetzt nochmal nach unten? Ich glaube nicht. Was gab's da noch? Wir konnten beim Drachen halt noch rechts lang gehen. Komm, da gehen wir jetzt noch einmal kurz lang. So, wieder hinterm Drachen. Und hier gab's nämlich noch diesen Geheimraum. Da will ich... Oh nein, da kommt man auch nur hier vorbei. Oh, hier waren wir doch eben schon. Okay, aber dann gucken wir einmal ganz kurz hier oben, ob hier vielleicht noch irgendwas ist. Hier waren wir ja eben auch nicht lang. Hier ist auf jeden Fall noch ein Geheimweg. Und da links ist irgendein... Da komme ich aber noch nicht hin, ne? Nee. Okay, wir brauchen hier irgendeinen Supersprung, dass wir da rüberkommen. Weil das hier langt auf jeden Fall nicht. Na gut, dann gehen wir nach rechts. Aber da ist irgendeine rote Kugel. Seht ihr die ja, ne? Seht ihr, ne? Oh Gott. Okay, Dungeon. Ich bin super gespannt, was hier noch alles kommt. Warte, geht das so lange auf, wie wir hier draufstehen? Nee, es ist einfach nur ein Schalter, ne? Okay. Ich hoffe, wir werden jetzt nicht gleich einfach zerdrückt, weil das nach unten geht. Ausdauer und Geduld, da stand irgendwas. Wir wurden einfach zerquetscht, Leute. Es scheint, dass Dizzy Junior die Bedeutung der Symbole an dieser Tür herausgefunden hat, aber beschlossen hat, sie trotzdem zu ignorieren. Das ist richtig. Was er nicht ignorieren konnte, war das enorme Gewicht, als es auf ihn fiel. Tja, blöd. Bleiben Sie entschlossen. Ich glaube, man schafft das gar nicht, oder? Selbst wenn man schnell genug ist. Meint ihr, man kommt da vorbei, wenn man schnell genug ist? 3 Tage später? Nein, jetzt sind wir so ein gequetschtes Ding, oder was? Nein, was passiert denn hier? Ich will nicht so ein Quetschding sein. Du brauchst mehr als 500 Tonnen Gewicht, um einen Helden wie Dizzy zu besiegen. Ist so, Leute, ist so. Wir leben noch! Wir sind jetzt einfach ein zerdrückter Held, aber das passt schon, Leute. Können wir überhaupt noch ein Schwert tragen? Ja, das geht anscheinend. Ey. Guten Morgen, ekelhafte Kreatur. Der König wartet drinnen auf sie. Hallo, ich bin die ekelhafte Kreatur. Der dunkle Lord hat die Prinzessin in seiner Festung im Osten gebracht. Schnapp dir das legendäre Schwert. Bla bla. Hi. Bitte, ekelhafte Kreatur, beeil dich und bring meine Tochter zurück. Nehme diesen Gegenstand. Schön, dass das alles auf Deutsch ist. So. Ich weiß nicht, was das... Was ist, wenn man beim Drachen stirbt ohne den Schild, Leute? Weil wir sind ja nur einmal beim Drachen gestorben mit dem Schild zusammen. Und da ist dann der Schild in uns reingegangen. Wisst ihr noch, Leute? Wisst ihr noch damals in der ersten Folge, gestern? Das waren gute Zeiten, Leute. Gut, aber wir kommen jetzt auch hier vorbei. Das heißt, ich muss aber auf jeden Fall nochmal zum Drachen gehen ohne Schild. Da passiert bestimmt irgendwas anderes. Hallo. Diese Früchte wurden von Drachen komplett zerstört. Gott sei Dank lagern unsere restlichen Lebensmittelvorräte sicher unter der Erde. Okay, oh, sorry. Shit. Stimmt, das wollte ich auch noch. Ich wollte ja noch die Wache da einmal töten. Die erste. Sorry, aber Bauer. Tut mir leid, aber ich muss ja alles töten. Ekelhafte Kreaturen entfernten das legendäre Schwert aus dem Stein, nur um es in eine freundliche Wache zu stecken. War doch eine Wache. Er wurde verhaftet und öffentlich hingerichtet unter dem Vorwurf, ein Arschloch zu sein. Staatsfeind. Okay, ich denke einfach mal, das passiert bei jeder Wache so. Bei jeder Wache, die ich töte, wird genau dieses Ende kommen. 6 Tage später. Aber wir sind trotzdem dieser komische, kleine, wichtige Wuschtel. Einfach diese Nacktschnecke, die wir sind. Anderes haben wir auch nicht verdient. Dizzy war ein Psycho und hat das bekommen, was er verdient hat. Am Tag nach seiner Hinrichtung beschloss sein Bruder, dort weiterzumachen, wo er aufgehört hatte und die Prophezeiung zu erfüllen. Ey, wir sind wieder ein richtiger Dude. Guck mal da. Das Schwert hängt noch in der Wache drin. Sind jetzt alle Wachen tot? Guck mal, das ist die erste Wache. Das ist die erste Wache. Nee, die Wache hier lebt noch. Lass die Wache auch töten. Sorry. Ich töte jede Wache in diesem Land. Bestimmt war das eine krasse Wache. Nee, ist dieselbe Wache, oder? Ist das dasselbe Ende? Sieht so aus. Nee, Tinku entfernte das legendäre Schwert aus dem Stein. Tinku? Heißen wir jetzt Tinku? Ah, das ist von Tinkle, ne? Tinkle aus The Legend of Zelda. Dieser Typ, der immer mit seinem Ballon da rumbuddelt. Kennt ihr, ne?
Twinkle, Tinkle. Tinkle heißt er, glaube ich, Tinkle. Deswegen hießen wir auch so ähnlich. So, Tinku hat seine Ahnengeschichte niedergeschrieben und sich auf das neue Abenteuer vorbereitet. Jetzt sind wir Tinku, aber will ich Tinku sein? Der erste Dude hier ist auf jeden Fall tot, aber den haben wir doch gar nicht getötet gehabt. Wo ist jetzt das Schwert hin? Oh, wir kommen hier jetzt sogar hoch. Ach, ohne Schwert und Schild kommt man hier hoch, Leute. Wir haben doch... Nee, haben wir hier oben irgendwas gesehen? Wir können auf jeden Fall in den Schornstein rein. Hier unten ist auch noch irgendwas. Ich weiß nicht genau was. Hallo, ich würde gerne in den Schornstein. Verbrenne ich jetzt? Tinku sprang in den Schornstein. Bereit, den Geist von Weihnachten zu teilen und Kopien von Wavenger zu verschenken. Alle haben das Spiel geliebt und eine Bewertung von 10 von 11 auf der Steam-Community-Seite hinterlassen. Unterschwellige Botschaft. Ach ja. Jetzt verstehe ich auch die eine Bewertung bei dem Spiel. Da hat nämlich genau einer genau das drunter geschrieben. Ja, wir sind der Weihnachtsmann! Ich mag jedes Ende dieses Spiels, die sind alle so kreativ. I don't know. Nachdem Tinku überwältigende Kritiken von allen über sein Spiel erhalten hatte, war er voller Motivation und bereit für eine neue Quest. Und unser Schwert ist wieder da, das ist sehr schön. So, Dankeschön. Jetzt haben wir, glaube ich, jeden getötet, den wir hier hatten, ne? Ja, jetzt gehen wir einmal ganz schnell zum Drachen und lassen uns da einmal töten ohne Schild. Leute, da oben ist jetzt ein Ei drin. Na, seht ihr das? Das war vorher nicht da. Nichtsdestotrotz müssen wir jetzt mit unserer Schaufel wieder zum Drachen gehen. Boah, Leute, denkt ihr, dass ich jetzt als Weihnachtsmann vielleicht noch was anderes machen kann? Dass ich nur als Weihnachtsmann irgendwas lösen kann, was sonst nicht ginge? Das wäre richtig assig. Wenn man irgendwie einen speziellen Charakter haben muss, damit irgendwas passiert. Ob es dann irgendein NPC gibt, irgendein kleines Kind oder so zum Beispiel, der den Weihnachtsmann glaubt und so, und dass dann irgendwas passiert? Man weiß es nicht. So. Ich weiß auch nicht, warum das hier ist. Man könnte hier wieder links hoch, aber warum sollte man das machen? Ja, ich habe kein Schild. Bitte töte mich. Oh gut, nein. Vor den Drachen zu treten war nicht die klügste Entscheidung in Tinkus Karriere. Aber es würde wahrscheinlich die letzte sein, die er jemals treffen würde. Sein Kochpunkt war des Drachens Favorit. Okay. Ja, war ein neues Ende. Guck, darauf muss man auch achten, Leute. Ohne Schild und einmal mit Schild und wir sind wieder verbrannt. Ja, Monate später. Wir nähern uns der 50%-Marke. Die Narben auf der Haupt von Tinku ließen unseren Helden noch abenteuerlicher aussehen als zuvor. Aber so sahen wir doch schon mal aus. Egal, so. Wir holen jetzt wieder unser Schwert. Dann haben wir, glaube ich, soweit erstmal alles auf der linken Seite erledigt. Heißt... Obwohl... Was war nochmal unten? Als wir nach oben geschleudert wurden... Achso, da ist es geendet, weil wir dieses pinke Etwas getötet haben, ne? Da müssen wir doch nochmal kurz nach unten. Sorry, Leute. So, nämlich hier oben. Wir können die ja einmal alle... Aua! Einmal töten und runter schubsen. Zumindest zwei von denen. Ich wollte eigentlich da oben hin. Aber... Also ich kann mir vorstellen, dass man da wirklich hinkommt, indem man die übereinander stapelt. Ob da dann was ist? Ich habe jetzt aber Angst, dass das Ende wieder ein anderes ist. Was haben wir hier denn eigentlich? Hallo? Ach, das ist nur ein Schwert von den Typen hier. Ich hab die Befürchtung, dass dann wieder das komische Ende kommt und das will ich nicht. Deswegen gehen wir hier runter. Okay. Ja, auf geht's. Ungeahnte Gebiete. Wir sind in der Scheune. Bitte auf die Scheune für schmutzige Geschäfte zu benutzen. Wir lagern unser Essen an diesem Ort, weißt du? Stirb! Alles töten! Ich mag eure Vorräte nicht, die sind alle doof! Ändert das auch was, wenn wir hier alles kaputt machen? Ja, tatsächlich. Bei all den verdorbenen Lebensmitteln im Lager verhungerten alle im Königreich. Andererseits hat Tinku in einem der Töpfe einen tollen Hut gefunden. Ja, siehste. Happy End. Das ist auf jeden Fall ein Happy End. Kollateralschaden. Richtig schön, wie er da eben noch rumgelaufen ist. Solange Tinku happy ist. Ja, wir haben einen Hut. Dann hat sich das doch schon gelohnt. Tinku wachte mit einem verstörenden Lächeln... und seinen Lieblingshut neben seinem Bett auf. Lass uns ein Abenteuer suchen. Ja, wir haben neuen Hut. Ich finde diesen Hut richtig toll. So, ich weiß nicht, ob das da unten jetzt überhaupt was bringt. Oh Mann, ich habe so viele Möglichkeiten. Aua, wo ich überall hingehen kann. Kann ich nicht einfach mal die Schaufel bekommen, bitte? Das ist super nervig, hier mal hochzuhüpfen und die Schaufel zu holen. Nur um sich dann hier runter zu buddeln und immer wieder in denselben Weg zu gehen. Hier müssen wir halt auch noch irgendwas machen. Hier gibt's auch noch... Da kann man irgendwie noch nach rechts. Da oben. Und hier scheint das Teil erst runter zu krachen. Ich habe hier jetzt mal eine Minute gewartet. Das scheint erst runter zu brechen, wenn man da tatsächlich unterläuft.
Ich kann mir vorstellen, dass diese grünen Dinger da drin noch was zu bedeuten haben, dass die irgendwie den Weg weisen oder so. Aber I don't know. Das machen wir später, das mache ich hier gerade nicht. Huch, jetzt ist das jetzt ist es runtergeknallt. Aber halt viel zu spät. Ich habe da wirklich übelst lang gewartet. Na gut, dann können wir hier nur nach oben, weil wir mehr gerade nicht machen können. Hui! Hallo, da bin ich wieder. Oh Gott, ich hab nur ein Leben. Ich sterbe hier locker. Aber wir müssen die eigentlich da runter buddeln. So, hoch kommen wir sowieso immer wieder, oder? Ne, kommen wir nicht. Verdammt. Aber ich hätte die richtig gerne einmal so übereinander. Warte, das kriegen wir doch hin. Scheiße. Ich habe die Befürchtung, shit, dass hier gleich wieder dieses blöde Ende kommt. Okay, dann wir lassen das und gehen mal hier rechts lang. Guck mal, hier ist nämlich auch was Neues. Hier können wir uns einmal durchbuddeln. Wir können oben lang, aber wir können unten lang, wir können überall lang. Was haben wir denn hier? Achtung, Piranhas. Okay, also das ist auf jeden Fall auch ein Tod. Wenn wir uns davon Piranhas fressen lassen, das wäre ein Tod. Wir können da weiter nach oben gehen, dann passiert irgendwas. Na gut, hier. Piranhas, fresst mich! Blub. Vielleicht konnte Tinko das Schild nicht lesen. Vielleicht wusste er es nicht, was ein Piranha war. Vielleicht war es nur ein Idiot. Nur ein Idiot. Was er sicher war, Piranha essen. Jetzt darf ich das alles nochmal machen. GG. Die Wache fand die Leiche von Tinko neben dem See und brachte sie nach Hause. Sein Glückshut war jedoch irgendwo verloren gegangen, sodass jetzt jeder seine glänzende Glatze bemerken würde. Oh nein, jetzt haben wir eine Glatze. Guck mir die an, guck mir die an. Bin so hässlich. Und nochmal. Schaufel holen. In die Hölle gehen. Am Schatz vorbei. Am Drachen vorbei. Oh, ein Hint. Du hast einen Hinweis gefunden. Cool, wieso liegt er da einfach so rum? Man weiß es nicht. Schön, ein weiterer Hinweis. Hui. Wieder nach oben schießen lassen. Ja, sie sind zu einer Treppe geworden, Leute. Oh, wir kommen hier hoch. Und was ist hier? Hallo? Hier ist tatsächlich irgendwas. Ende der geheimen Passage. Ja, wer es glaubt. Da oben ist irgendwas. Ich habe richtig Angst, was hier passiert. Keine geheime Passage mehr. Wirklich Ende der geheimen Passage. Was? Oh, man kommt hier noch hoch, Leute. Wo sind wir denn jetzt? Okay. Wir haben eine geheime Passage. Wir sind im Brunnenschacht. Im Brunnenschacht, Leute. Will ich hier sein? Was gibt's hier? Hey, ich komm auch nicht mehr da rein. Ach doch, komm nicht. Okay. Was bringt mir das jetzt hier? Hier ist auf jeden Fall zu. Was haben wir hier? Hallo? Ich kann gar nichts machen. Oh, hier ist noch mehr. Hier ist auch ein komischer Schalter. Ich habe auch gelesen, dass es vielleicht noch Magie gibt. Allerdings haben die das nicht so richtig präzise gesagt. Zisterne. Okay, wir müssen hier schwimmen, wie es aussieht. What the fuck? Wieso gibt es hier so viele Möglichkeiten? Viel zu viele Wege, die man gehen kann. Und wieso müssen wir hier plötzlich schwimmen? Oh Gott, ich glaube, ich mache hier ein ganz neues Fass auf, Leute. Hier ist noch irgend so ein Schalter. Seht ihr den? Ich glaube, den kann man nur machen, wenn das hier eingefroren ist oder so. Was ist das hier? Was ist das? Ist das mein toller Hut? Das ist ein grüner Hut. Ah, hier sind wir. Hier waren wir eben, Leute. Hier waren die Piranhas drin. Nein, unser Hut. Hier. Da ist auch unser Hut. Wieso nehmen wir den nicht einfach wieder mit? Man weiß es nicht. Okay, jetzt sind wir auf jeden Fall wieder hier. Okay. Dann sind das ja zum Glück nicht so viele neue Wege. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass man auch hier oben noch irgendwie lang gehen kann. Eventuell. Wenn man sich da präzise durchknuddelt. Hier. Ist hier wirklich nix? Dein Ernst? Hier muss doch irgendwas sein. Nicht? Nein, aber hier oben auch nicht. Okay, hier ist einfach gar nichts. Hallo? Bewachst du hier die Truhe? Mit den Dingern kann ich irgendwie noch gar nichts machen. Hier einfach noch. Das sieht wie eine Falle aus. Willst du mich verarschen? Ich werde so sterben. Was haben wir hier drin? Okay, wir benutzen erstmal die Falle. Hallo, ich werde bestimmt nicht sterben. Nein, nein. Du hast die Angelrute. Oh, eine Angelrute, Leute. Jetzt kommen wir hier aber nicht mehr rein. Shit. Ich würde da gerne rein. Gut, dann angeln wir halt. Nicht? Hallo? Nachdem er diese Angel aufgehoben hatte, verspürte Tinko den Drang, angeln zu gehen. Man kennt ihn. Die Minuten wurden zu Stunden, die Stunden zu Jahre und die Jahre zu einer toten Prinzessin, die niemals gerettet wurde. RIP Prinzessin. Hobbys! Yeah! Jeder sollte Hobbys haben. Ist jetzt die Angel wieder weg? Ich will die Angel behalten. Derselbe Tag. Nachdem die Prinzessin gestorben ist, ja? Oder ist das jetzt wieder unser Junior hier?
Tinko erinnert sich jedes Mal an die Angeltage mit seinem Vater, als er Piranha zum Abendessen hatte. Keine Zeit für Melancholie. Lass uns ein Abenteuer suchen. Okay, also jetzt sind wir wieder das Kind von dem Dizzy, der da jetzt die ganze Zeit angelt. Die guten alten Angeltage, Leute. Das waren schöne Tage. Guck mal, das Ei da oben ist geschlüpft. Das wird sicher noch ein richtig großer Adler da oben oder so, der uns dann später irgendwo noch hinbringt. Aber erst wieder Schaufel holen. In die Hölle gehen. Den Drachen überspringen. In die Wolken sich katapultieren lassen. So, gehen wir jetzt nochmal da runter oder nicht? Es gibt so viele Wege, Leute. Viel zu viele Wege. So, wir waren eben da oben, aber da kommen wir anscheinend auch anders hin, ne? Wir kommen da auch hin, indem wir hier einfach runterlaufen. Hier können wir uns halt auch noch durchbuddeln. Oh Gott, was passiert hier? Dann sind wir hier oben. Das bringt uns halt gar nichts, weil da unten waren wir schon mal. Okay, gut zu wissen. Dann haben wir den Weg auch fertig. Guck mal, da ist Papa. Papa angelt da drüben. Papa, ich komme. Und da ist auch noch ein Hinweis. Oh, wir kommen da gar nicht hin. Wir kommen da nur von der anderen Seite hin. Papa, kannst du mich vielleicht hochangeln? Papa, hallo, hier, angel mich hoch. Ich finde das so witzig, dass er da jetzt wirklich rumsitzt. Also, das macht alles schon Sinn von der Story hier, Leute. Kommen wir irgendwie zu ihm hin, ohne durchs Wasser zu müssen? Von hier oben, oder? Geht das? Hallo, Papa. Was ist, wenn wir Papa töten? Okay, Papa können wir nicht töten. Der einzige, glaube ich, den man dieses Spiel dann nicht töten kann. Was ist, wenn wir uns jetzt noch eine Angel holen? Das ist super dumm, wenn ich das jetzt mache, oder? Aber an sich müsste ja was anderes passieren. Ich hole die Angel. Ich hätte als erstes den Hint da unten holen sollen, to be honest. Will ich jetzt zu Papa gehen? Okay. Nach dieser Erinnerung. War das jetzt dasselbe Ende? Tinko wusste nicht warum, aber er wurde jedes Mal erregt, wenn er sich an dieses Abenteuer erinnerte. Nein, okay, es war auf jeden Fall kein neues Ende, anscheinend. Sitzen da jetzt zwei Leute rum? Das fände ich witzig. Ich dachte, weil das vielleicht Vater und Sohn sind, dass dann vielleicht was anderes passiert. Hier oben haben wir übrigens noch einen Hinweis. Die erscheinen offensichtlich einfach random irgendwo in der Welt und da muss man sie einfach einsammeln. Das heißt, ich denke auch einfach mal, dass der Hinweis jetzt bei Papi nicht mehr da sein wird. Nee, ja, der Hinweis ist hier weg. Alles Klärchen. Okay, diesmal holen wir uns nicht die Angel, sondern gehen hier rechts rein und gucken, was passiert. Hä, sind wir jetzt einfach wieder im Geheimraum? Ja, tatsächlich. Was war da unten? Sind wir hier schon nach unten gegangen? Ich bin mir gerade nicht sicher. Ich muss es noch einmal kurz ausprobieren. Ah, doch, doch, hier waren wir. Nein, jetzt kommen wir aber nicht mehr hoch, ne? Oder doch, hier rechts ging es, glaube ich, auch noch weiter. Genau, hier ist ein Wasserfall. Da werden wir garantiert auch wieder sterben. Obwohl... noch nicht instant zumindest. Wollen wir erst nach unten gucken? Hallo, Schild. Ruheplatz. Okay, hier liegen wahrscheinlich die Toten. Es gibt keine Ruhe für die Verdammten. Was ist denn, wenn wir die aufbuddeln? Irgendwo ist doch bestimmt was drin. Schade. Leider nirgendwo was drin. Das ist... Da hätte ich mir jetzt aber mehr erhofft, Leute. Was bist du? Ein Mond? Kann man hier reinfallen? Hallo? Hallo? Was ist das hier alles? Ich verstehe das alles nicht. Es gibt keine Ruhe für die Verdammten. Verstehe ich nicht, Leute. Gibt es irgendwie eine Stampfattacke oder so? Hab hier alles gemacht, was man machen konnte? Keine Ahnung. Schauen wir nochmal weiter. Guck mal, da ist ein Windows-Symbol auf der rechten Seite. Was hat das zu bedeuten? Ist doch locker das Windows-Symbol da. Kann ich leider nichts mitmachen. Und wir sterben locker, wenn wir hier runterfallen. Ja. Yeah. Der Sturz auf mehrere Felsen war schmerzhaft. Aber Tinko war in Ordnung. Ja! Yeah! Und bereit, wieder in das Abenteuer einzusteigen. Oh. Oder auch nicht. Warte, nein. Das war er nicht. Rock'n'Roll. Kam einfach ein Stein von oben runter. Und ehrenhafter Tod. Er lebte noch und dann ist er doch gestorben. Nur 50%. Leute, wir haben bald die 49%. Der Älteste hat die Leiche von Tinko gefunden und mit einem Zauberspruch wieder zusammengefügt. Tinko war jetzt ein Zombie mit einem unersattlichen Hunger nach Abenteuer. Ein Zombie. Jetzt sind wir aber ja quasi auch ein Verdammter, oder? Wenn wir jetzt nochmal zum Friedhof gehen, dann passiert bestimmt irgendwas ganz Tolles. So, zweiter Versuch. Vielleicht passiert hier jetzt irgendwas. Hallo, ich bin ein Zombie. Ich meine, ich bin doch ein Verdammter. Hier passiert leider nichts. Ich weiß noch nicht so richtig, was man hier machen soll. Kann man vielleicht erst später machen.
Guck mal, hier oben ist aber auch noch irgendwas. Seht ihr das? Das ist irgendwie so eine Tür oder so. Weiß man nicht so genau. Okay, also nach unten ist auf jeden Fall falsch. Dieses Windows-Symbol ist auch falsch. Dann gehen wir doch einfach mal nach oben. Aber ich glaube, ich komme jetzt gar nicht mehr nach oben. Obwohl, vielleicht von der rechten Seite? Nee. Kann man schwimmen? Nee, auch nicht. Tja, doof das. Dann muss ich mich wohl nochmal umbringen lassen. Gut, dann würde ich aber sagen, war es das auch mit dieser Folge. Ich glaube so 20 Minuten. Also ich habe jetzt ein bisschen mehr aufgenommen, aber ich muss halt relativ viel immer wegschneiden, weil ich immer aus dem Haus anfange und wie gesagt immer diese blöde Schaufel mir holen muss und so. Ja, also 20 Minuten werden es ungefähr sein. Bedanke mich auf jeden Fall recht herzlich fürs Zuschauen, liebe Leute. Ich mag dieses Spiel nach wie vor. Auch wenn man sich jetzt ziemlich viele Wege merken muss, wo man vielleicht mal hingehen könnte. Aber ja, dann, wenn euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall ein Like da. Wenn ihr keine Folgen mehr verpassen wollt, dann noch ein Abo. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ich finde es auf jeden Fall super geil, dass sie noch einen Deutschpatch rausgeholt haben. Das macht das Spiel so viel angenehmer zum Lesen und ich muss nicht so viel nachdenken wegen Übersetzungsarbeiten und so. Und ja, dann bis zum nächsten Mal. Sagt der König vielleicht was anderes, weil wir jetzt ein Zombie sind? Nee, na gut. Ja, dann bis zum nächsten Mal und tschüss.